Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier in den Smaragdgräbern bin, aber ich bin hier irgendwo und wir haben hier Gertrude, die wir befreien Bitte. können. Die Wachen hatten einen Schlüssel. Er ist dort drüben. Wo? Ah. Dort. Ihr geht in die falsche Richtung. Dort drüben, ja. Ist dort drüben. Dort drüben ist wenig. Nicht da lang. Wenig hilfreich. Deswegen, das sind immer die Besten, wenn die irgendwie sagen, da drüben ist irgendwas. Von Schwester Cousteau. Juh, ich weiß, die Duhaime über die Leute beim stummen Beobachter. Was? Wie Duhaime über die Leute beim stummen Beobachter denkt. Aber er irrt sich. Die Flüchtlinge halten uns für Monster und das nur wegen Duhaime und seinesgleichen. Wenn sie uns in die Quere kommen, müssen wir sie wohl ausschalten, aber wir werden nicht Jagd auf sie machen. Wir werden sie nicht ermorden, solange sie uns nicht dazu zwingen. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Mit Grüßen, Schwester Cousteau. Aha. Nein, in die andere Richtung. In welche? Von da war schon falsch. Wie ist denn hier jetzt? Von Schwester Cousteau. Wie gesagt, es gibt keinen Grund, wegen der anderen Gruppe der Freikämpfer besorgt zu sein. Da wir in den Dales sind, will ich es mit der heidnischen Philosophie des Viradellen, des Weges, des Waldes sagen. Jeder Baum ist Teil von etwas Größerem. Für uns gilt dasselbe. Wir alle sind Teil eines größeren Plans. Die Dales werden uns gehören. Das verspreche ich euch. Ihr geht in die falsche Richtung. Alte, mir ist das scheißegal. Ja, da entlang. Jetzt plötzlich, da ist richtig? Ich hab gedacht, hier wäre falsch. Hohle Nuss. Ja, da entlang. Hier ist aber nix. Ja, da entlang. Ja, da entlang. Gott, ist die nervig, die Tante. Eben vorhin sagst du, das wäre in die falsche Richtung. Hätte sich ja mal entscheiden können. Huch. Ihr habt ihn? Das war? Bitte, bitte öffnet die Tür. Ich halte es hier drin nicht eine Sekunde länger aus. Du, das überlege ich mir gerade. Komm, dann ist vielleicht, ich danke dem Erbauer. Ist vielleicht Ruhe und ich hier. Danke euch. Ihr bleibt mal bitte hier draußen stehen, ja? Also nicht, dass hier die Tür zufällt. Dann haben wir zumindest irgendwelche Leute draußen stehen. Okay. Jetzt könnt ihr wieder. Könnt ihr wieder mitkommen. Auch immer. Was begib dich zu Argons Kate? Heißt auf der Hitzeschild. Nicht allzu gut. Gutes Tuch abgeschlossen. Das heißt, für Revic sind wir auch durch mit seinem Rotlyrium anscheinend. Warte mal, was machen jetzt die Typen da, die wir befreit haben? Eure Magister, sind die alle wie Koryphans? Nicht wirklich. Korypheus ist einzigartig. Einer der ursprünglichen dunklen Brut, wie sich herausgestellt hat. Ich meine, sind sie alle verrückt? Wollen sie alle Götter sein? Machen sie Muahaha und all dieses Zeug? Ach, das meint ihr? Nein, nicht alle, aber die meisten. Aha. Und trotzdem lasst ihr sie am Leben? Warum? Wo sie herkommen, gibt es immer noch mehr. Männer wie Korypheus werden nicht so geboren, sondern zu dem gemacht, was sie sind. Mhm. Ist die dumme Trulla hier immer noch da?
Wenn, dann haben sie nichts zu sagen, was auch immer. Na gut, dann können wir hier aus der Höhle raus. Eigentlich will ich ja die Quest für Cassandra machen. Aber alles liegt da irgendwie auf dem Weg. So, halbwegs. Bin mir da nicht so ganz sicher, ob das auf dem Weg ist. Au. Dann haben wir den einen Krieger mit ausgeschaltet und der läuft jetzt hier rum. Autsch. Was hatte Dorian davor? Jetzt lass den Vogel da in Ruhe. Ich hab gerade gedacht, er wird sich da irgendwie die Klippe runterstürzen vor lauter Verzweiflung. Nicht, dass er irgendwie Grund hätte, verzweifelt zu sein, aber sah fast so aus. Ihr haltet am besten nochmal eure Position, sofern ihr mir jetzt hier nicht den Weg versperrt. Ja. Ein Brief nach Hause, der da einfach rumliegt. Mal wieder. Habt ihr schon die Neuigkeiten über den Krieg gehört? Angeblich wird er ganz Orlais in Mitleidenschaft ziehen. Die Leute sagen, die Mine würde bald geschlossen werden. Niemand will zwischen die Fronten geraten. Dabei ist es mir hier gut gegangen. Ich habe gutes Geld verdient und in ein oder zwei Jahren hätte ich vielleicht wieder nach Hause kommen und heiraten können. Und jetzt kommt dieser Krieg und verdirbt mir alles. Ich werde so lange hier bleiben, wie ich kann, also wartet nicht auf mich. Macht euch so schnell wie möglich auf den Weg. Vielleicht gibt es ja in einer Stadt wie Montsimar Wachen und eine Miliz, die den Frieden bewahren. Dein Bruder Jean. Hehe. So. Oh Gott. La la la. Husch. Geh weg da, du Krähe. Du stehst im Weg. Ja, dann gehen wir einfach durch. Ja, super. Auch hier hat es sich wieder super gelohnt. Nochmal. Nicht runter gucken. Immer geradeaus gucken. So, alle wieder mitkommen. Mist. Sind wir aber hier irgendwie nicht mehr auf Kurs. Ja, vielleicht, wenn wir hier vorbei sind. Hallo. Tötet den Krieger! Ja, das ist unfair. Huch! Thank you.
Ja. So, der die ganze Zeit da oben rumgestanden hat und zugeguckt hat. Was ist los? Ich muss jetzt auch leider dran glauben. Dorian wieder hin. Ich glaube, Dorian, den muss ich irgendwie wieder eintauschen. Ich glaube, der braucht Urlaub, so wie der sich verhält. Läuft die ganze Zeit hier irgendwie weg, aber leider hat er irgendwie momentan die besten Skills. Und ich glaube auch das beste Equipment, deswegen alle anderen hinken da ein bisschen hinterher. Kollateraler Nuckschaden. Hier ist tot, hier ist noch ein Brief. Meister Kelz, die Zahlen sind fantastisch, Sir. Das Geschäft mit dem vielen Lyrium brummt. Es mag rot sein statt blau, aber die Leute kaufen es immer noch. Der Magier, den wir aufgegriffen haben, kann herausfinden, was die Farbe bedeutet. Es muss sich schließlich lohnen, dass wir ihn durchfüttern. Wir haben jetzt auch mehr Bargeld. Es muss kein gieriger Zwerg mehr bezahlt werden, da das rote Zeug nicht aus den tiefen Wegen kommt. Das ärgert die bestimmt enorm. Jemand findet hier oben Lyrium und sie haben nichts davon. Nicht schlau. Eine Nachricht. Sie besagt, dass dieses rote Lyrium nicht aus den tiefen Wegen stammt. Ja. Aber sie sagt nicht, von woher jetzt genau. Insofern ist es nicht wirklich hilfreich. Wumms. Andrastes Gnade. Die Elfen hatten sich der größten Sünde schuldig gemacht, indem sie sich vom Erbauer abwandten. Dennoch werden wir ihnen gegenüber gnädig sein. Denn das ist es, was uns Andraste lehrt. Schön. Nur weil sie nicht an den Erbauer glauben, ist dann halt wieder... Ja. So, wie komme ich bitteschön dahin? Wo ist denn das? So halbwegs genau. Scherbe in den Gräbern? Haben wir da noch eine Scherbe übersehen bei unserem Campingplatz? Ach Gott, das ist da hinten. Uff. Ja gut, dann haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Halt, Quest irgendwo da hinten. Na, gehen wir mal ein bisschen planschen. Ja, da liegt jemand. Ah, eine Frau. Untersuche den tödlichen Sturz. So nicht. Ja, aber von wo? Wie? Hä? Ach, von da oben. Na, da komme ich aber auch nicht hin. Friedholz. Schauen wir mal. Ach doch, jetzt sind wir ja wieder da, wo wir gerade waren. Ja. Nee. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Der Verbrecher. Da war noch Lyrium. Da.
Ja, ich glaube, das da ist näher dran. Das sieht irgendwie näher dran aus, auch wenn ich jetzt nicht so ganz genau weiß, was wir da machen sollen. Den Sturz können wir, glaube ich, immer noch... Oh. Eine Villa. Befasse dich mit Kommandant Duhaime. Oh, hoppala. Ach, da ist der noch größere Arsch. Verstehe. Kommst du da runter? Nein. Ich nicht. Dann komme ich halt zu dir hoch. Sie dürfen Manifans Pläne auf keinen Fall durchkreuzen. Das sind Pläne? Hast du Angst vor mir? Nicht so wirklich. Erledig den Herold! Mieser Abschaum. Nutzt das Chaos des Krieges, um sich selbst zu bereichern. Okay. Haben wir hier alles klein gehauen? Die Kisten könnten wir eigentlich auch noch gerade weg hauen. Oder meine Kollegen machen das. Gekritzelte Notizen, wo auch immer ich die jetzt her habe. Habt ihr es schon gehört? Schwester Cousteau ist gefallen. Mich überrascht nur, dass es so lange gedauert hat. Sie war einfach zu weich. Leider haben wir aber auch die Ratten verloren, die wir zu Suledin-Feste schicken wollten. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Dreh dich mal rum hier. Ah, hier noch was. Okay, dann übernehmen wir den Kram. Krabums. Der Verräter. Selbst Mafferet, dem Verräter, war eine Rolle zugedacht. Wie könnten wir da behaupten, bei den Elfen sei es nicht so? Okay. Hier mit. Duhaimes Notizen. Augusta hat in den erhabenen Ebenen bereits Fortschritte erzielt. Wir arbeiten zwar alle auf dasselbe Ziel hin, aber beim Atem des Erbauers, es ärgert mich ungemein. Diese Waffe oder welches Geheimnis auch immer in diesen Glyphen verborgen ist, steht rechtmäßig mir zu. Malifant vertraut mir am meisten. Pah, er wird sie nicht bekommen, nicht solange ich lebe. Ja, den anderen haben wir doch auch da schon da umgehauen. Zumindest, also, Glyphen hat er keine gefunden. Die haben wir alle eingesackt. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter drum tingeln, machen wir hier Schluss und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.